Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Zeitreisen GmbH und Co. KG. Wir, Hans Tannhauser, sind ja ein Mann mit vollem Terminkalender. Ja, wir haben viel zu tun. Wir sollen Bauteile beschaffen, um wahrscheinlich Herrn Taft in seine Welt zurückzuschicken. Und gleichzeitig müssen wir aber auch das verfluchte Frauenzimmer finden, was anscheinend den Planeten zerstören will, soweit ich das verstanden habe. Und was haben wir denn hier? Das ist der Orgon Collector. Ja klar, kenne ich. Sag mir was. Das ist das Grundgerüst für unseren Quantendiskriminator. Er ist fast fertig. Es fehlen nicht mehr viele Teile. Auf jeden Fall fehlt eine Energiequelle. Wir bräuchten außerdem noch ein Kühlmittel. Dazu noch ein Eingabegerät. Und zu guter Letzt ein Teilchenbeschleuniger. Ach ja, der Quantendiskriminator. Teilchenbeschleuniger, Energiequelle, Kühlmittel und was noch? Der Gerät hier, Eingabegerät. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Keine Sorge, die Theorie kennst du ja bereits. Der Quantendiskriminator sendet einen kohärenten Tetrionstrahl in das Portal und projiziert eine metaphasische Projektionsmatrix. Präzise. Durch gerichtete Tachyonimpulse sind wir dann in der Lage, die Frequenz derart zu modulieren, dass sich das Portal auf die exakten temporalen Quantenkoordinaten einstellt. Ein Riss im Raumzeitgefüge. Exakt. Das ist eine Sensation. Ich dachte mir, dass dir das gefällt. Ja, die Herren, wo wäre denn mal das Klo? Was ist das für ein Glibber? Ist das Blut? Oh, mein Körper desintegriert. Wie meinst du das? Das war abzusehen. Das hat man davon, wenn man sich zu lange in fremden Dimensionen herumtreibt. Tut es weh? Ja. Tut es weh? Ja. Ein Mann weniger Worte. Eine kleine Menge Hydrinos. Hydrinos? Klingt ja süß. Selbstdichtende Schaftbolzen. Ich würde gerne mal ein Schlückchen probieren, wenn gestattet. Ein Hyperlogikkoppler. Ein Ektoplasma-Interferenz-Oszillator. Ja, kenne ich. Habe ich auch zu Hause sowas. Ein kosmischer Windschattenkompensator. Ja, steht bei mir im Kühlschrank. Das ist der Werkzeugkasten, den mir Trude geliehen hat. So, ja, dass sie das überhaupt zulässt, ne? Fesche Dame. Draußen feiern sie. Aha, es ist also Dorffestzeit. Ah, toll. Ja, halten wir uns nicht länger hier auf. Wir haben eine Mission zu erfüllen. Mehrere, um genau zu sein. Hey, Trude! Na, wie geht's? Sie ist die Wirtin des... Ja. Stimmt, genau. Das hatten wir schon. Dann, was hast du so erlebt? Trude? Na, Professorchen, haben Sie sich die Gegend ein bisschen angeschaut? Das kann man wohl sagen. Nicht nur angeschaut. Sie können die Polizei abbestellen. Warum? Sie können die Polizei abbestellen. So, ja. Was ist passiert? Der Dieb hat die Stadt verlassen. Ich habe meine Aufzeichnungen zurück. Oh, warum nicht ehrlich sein? Ich habe meine Aufzeichnungen zurück. Aber der Kommissar ist bereits auf dem Weg. Na, dann sagen Sie ihm ab, sobald er hier ist. Wie Sie meinen. Ja, da hätte er sich mal beeilen müssen. Jetzt brauchen wir den nicht mehr. Wir haben das alles alleine gelöst. Ich wollte Ihnen die Angel zurückbringen. Ich hätte da noch eine Frage. Nö. Was bekomme ich denn, wenn ich die Angel zurückgebe? Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Ich wollte Ihnen die Angel zurückbringen. Super! Hat einer angebissen? Nö. Sozusagen. Hier im See ist einiges los, das sage ich Ihnen, Professorchen. Erst gestern habe ich so einen großen roten Hering gefangen. So, ich suche eben Ihr Pfand. Ah, im Glas? So, bitte sehr. Hier ist Ihre Pfeife. Okay. Pfeife? Ach. Ach so. Pfeife? Na, Ihre Pfeife. Das ist nicht meine Pfeife. Nicht Ihre Pfeife? Na sicher ist es Ihre Pfeife, Sie Pfeife. Wenn das meine Pfeife wäre, wüsste ich davon. Ich hatte Ihnen was ganz anderes als Pfand dagelassen. Aha. Was soll das gewesen sein?
Was haben wir denn jetzt bekommen? Haben wir jetzt wirklich eine Pfeife? Ich dachte jetzt erst, das ist halt nicht das, was ich gedacht habe, was es ist. Ein Frauenbeglücker, sondern eine Bong. Und mein Picasso, meine Socken. Ein Traveler's Check über 100 Mark. Mein Massagestab. Ja, ich will meinen Massagestab wiederhaben. Mein Massagestab? Ihren was? Einen Massagestab habe ich hier nicht. Wie gesagt, hier ist Ihre Pfeife, Herr Tenhauser. Danke. Ja, Trude, lüfte doch mal dein Röckchen. Vielleicht kommt da unser Massagestab zum Tragen. Na gut, dann haben wir halt jetzt eine Pfeife. Danke. Danke für nichts. Konnte ich hier noch was machen? Nö. Halt die Angel zurückgeben. Was macht denn die Kleine? Ist die noch da? Ja. Von früh bis spät vor dem TV-Gerät. Du kriegst viereckige Augen, wenn du so lange vorm Fernseher sitzt. Haben das eure Eltern auch immer gesagt? Sie ist wieder in einer Art Trance. Werbung. Hi Leni, was gibt's Neues? Heute ist der große Jubiläumsmarathon von Twilight Area. 12 Stunden am Stück. Draußen ist das große Dorffest. Hast du nicht mal Lust auf die echte Welt da draußen? Die echte Welt ist da drin. Siehst du sie nicht? Dieses Kind ist sehr schlau. Das ist nicht die echte Welt, das ist eine Fernsehsendung, aber draußen gibt es Eis und Zuckerwatte. Ein bisschen frische Luft tut dir bestimmt gut. Ja, eigentlich zumindest mal kurz einatmen. Vom vielen Fernsehen bekommst du noch ganz viereckige Augen. Da ist der Spruch. Da ist der Spruch. Und das Schlimme ist, als Kind habe ich das halt geglaubt und habe dann regelmäßig meine Augen im Spiegel betrachtet. Aber draußen gibt es Eis und Zuckerwatte. Ich überleg's mir. Jetzt muss ich aber erstmal weiter gucken. Ja, dann guck halt mal weiter. Da ist eine braunsche Röhre drin. Die könnte ich gut für den Quantendiskriminator gebrauchen. Aber die Kleine wird für immer traumatisiert, wenn ich ihren einzigen Freund auseinanderbaue. Das bringe ich nicht übers Herz. Naja, aber hätten wir unseren Massagestab, wäre das gar kein Problem. Durchfall, Huch. Was ist das? Soße? Soße. Lecker Soße. Dazu hatte ich schon einen Eintrag gemacht. Ja, dann mach's doch bitte jetzt nicht. Nein, nein. Und da. Okay, das geht nicht mehr. Das ist wohl alles dasselbe. Ich hoffe, es ist jetzt dasselbe. Warte mal. Ja, gut. Ich möchte das Buffet nicht einpacken. Es gehört eigentlich direkt in den Müll. Ja, was Trude da wohl wieder Leckeres gekocht hat. Irgendwas stimmt nicht mit dieser Uhr. Kann man da nichts gebrauchen für den Quantendiskriminator? Dann müssen die Kleine irgendwie nach draußen bekommen, schätze ich mal. Verschlossen. Nach wie vor verschlossen, alles klar, dann los geht die Party. Wow, hat sich ja alles verändert hier. Ich erkenne ja hier nichts mehr wieder. Hallo, schöne Frau. Herr Tenhauser? Treten Sie näher. Hallo. Woher kennen Sie denn meinen Namen? Wollte gerade fragen. Ja, ist ein kleiner Ort. Penelope Hades. Meine Schwester und mir gehört der Bootsverleih vorne am See. Der Bootsverleih, der immer zu hat. Gibt sie was zu gewinnen? Was kostet ein Los? Auf Wiedersehen. Gibt sie was zu gewinnen? Als Hauptpreis winkt eine ganztägige Bootsfahrt auf der trüben Lanke. Ja, was kostet's denn? Was kostet ein Los? Ein Los, 50 Pfennig. Leider sind schon alle Lose verkauft. Schade. Tut mir leid. Das ist ja Wucher, 50 Pfennig. Gibt's hier was zu gewinnen? Ja, tschüss. Ich muss weiter. Weißt du, lockt die uns jetzt hier hin und dann gibt's hier gar nichts. Jedes Los ein Gewinn, garantiert keine Nieten. Was kostet ein Los?
Ein Los, 50 Pfennig. Leider sind schon alle Lose verkauft. Schade. Tut mir leid. Ich muss weiter. Dann hör auf, hier rumzuschreien. Wenn es überhaupt nichts zu gewinnen gibt. Ist ja irre. Wenn ich eins nicht leiden kann, dann ist es Zuckerwatte. Was? Oh, Zuckerwatte. Kann ich gar nicht verstehen, den Mann. Wir sind uns fremd. Sehr ich fremd. Möchte den anderen auch noch ein paar Preise übrig lassen. Ja, na klar. Das ist eine Schießbude für Kinder. Ja, na klar, Tannhauser, du bist so nett. So ein netter Mann. Geht gleich los, Kumpel. Wer hat denn da diese tiefe Stimme? Ja, von Sylt. Freiherr Otto Titan von Trüberbrook Sylt. Wiedervereint mit seinem Kater Klaus. Ja, wo ist denn Klaus? Klaus? Mein Herr? Herr Tannhauser, schön, Sie zu sehen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Wie geht es Klaus? Na, das will ich als erstes wissen. Wie geht's Klaus? Er ruht sich aus, mein treuer Klaus. Wie poetisch. Genießen Sie das Fest, haben Sie schon einmal den Namen Lazarus Taft gehört? Ja, woher soll er den kennen? Haben Sie schon mal den Namen Lazarus Taft gehört? Taft? Ja, ein echter Tunichtgut. Ich habe ja nichts gegen Fremde. Schon gar nicht, wenn sie als Touristen herkommen. Aber dieser Taft war mir von Anfang an suspekt. Wenn Sie mich fragen, lassen Sie sich bloß nicht mit ihm ein. Oh, da sagen Sie was. Werden wir schon wieder betrogen? Wir wissen es nicht. Genießen Sie das Fest? Ja, sehen Sie nur. All die Lichter, die wundervolle Musik. Das ist mein Trüberbrook, so wie ich es am liebsten habe. No, ja, so Höflichkeitsgefloskel. Bla, 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 bla. Es war mir eine Ehre. Bis bald, Herr Tannhauser. So, hier auch Julio Iglesias. Nö, mit dir können wir nur quatschen, aber bei dir geht's ja gleich los. Was gibt's denn hier? Gebrannte Mandeln. 10 Pfennig. Oh, nur 10 Pfennig? Einmal gebrannte Mandeln, bitte. Einmal gebrannte Mandeln, kommt sofort. Bitte sehr, der Herr. Bewegt er den Mund überhaupt nicht? Kann ich mit der sprechen? Mit dem auch nicht. Hat natürlich alles geschlossen. Der Eimer hängt nach wie vor. Ja, warum nicht? Oder hat den richtigen Riecher. Ja, und jetzt? Den Eimer scheint man aus rein dekorativen Gründen dort oben aufgehängt zu haben. Wozu? Naja. Kommen Sie ran! Wollen Sie Ihre Muckis testen? Welche Muckis? Gibt's was zu gewinnen? Natürlich, natürlich! Für den Sieger des Abends gibt's einen Pokal! Na, wenn das so ist? Ja, für Gewinn tue ich alles. Wenn's was gibt... Null. Naja, das war ja schon mal nicht so schlecht. Mal unter uns. Ein paar Vitamine würden Ihnen vielleicht ganz gut tun, ne? Immer dran denken. Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Ja, dann esse ich mal lieber schnell ein paar gebrannte Mandeln. Ein Bleipokal? Also ein Pokal aus Blei. Was mache ich denn jetzt mit den Vögeln hier? Krieg ich da... Nö. Tach! Alter Seebär. Ahoi! Schön hier, oder? Ja, sehr. Was macht ein Matrose hier draußen auf dem Land? Ich bin eigentlich kein großer Freund von Wasser. Bin einfach nur froh, meine Füße im Trockenen zu haben. Aber ist das nicht ein Matrosenanzug, den Sie da tragen? Ja. Und? Darf man keine Matrosenanzüge mehr tragen? Sie haben also Angst vor Wasser. Was ist mit Ihrem Bein passiert? Was ist mit Ihrem Bein passiert? Tja, das war bei meinem zweiten Job als Klavierspediteur. Ich mag keine Klaviere. Ich möchte nicht allzu sehr ins Detail gehen, aber dank der Barmherzigkeit eines reumütigen Instrumentenherstellers konnte ich mir dieses hübsche neue Bein hier leisten.
Und aus meiner frühzeitig abgeschlossenen Berufsunfähigkeitsversicherung beziehe ich eine ansehnliche Invalidenrente, die mich über die Runden bringt. Weit, weit weg von der rauen See. Das ist eine schöne Geschichte. Oder ist es eine traurige Geschichte? Ich bin mir nicht sicher. Ich mir auch nicht. Sag mal, hat er jetzt sowas wie, hat er ein Musikinstrument als Bein? Also, Sie haben Angst vor Wasser? Ei, Thalassophobie. Alles fing an, als ich noch ein Junge war. Damals zu Hause an einem schönen Sommertag. Ich war gerade planschen im See, als mein Onkel Ulf plötzlich mit dem Hintern voran zu einem ungestümen Sprung ansetzte. Sein gigantisches Gesäß stürzte wie ein Meteor auf mich herab. Der Anblick verfolgt mich bis heute. Damals bin ich fast ertrunken. Heute bin ich mir sicher, das muss der Moment gewesen sein, in dem ich diese schreckliche Angst vor Gewässern entwickelt habe. Was für eine traurige Geschichte. Wenn Sie die Frage gestatten, wieso sind Sie überhaupt zur See gefahren, wenn Sie so große Angst vor Wasser haben? Das habe ich mich auch oft gefragt. Meine Mutter hat darauf bestanden, mich meinen Ängsten zu stellen. Also bin ich Seemann geworden. Das ist verwirrend. Frag mich mal. Ich verstehe mich selbst nicht. Ja, tschüss. Ich muss da mal wieder. Passe auf dich auf! Ich versuche mein Bestes. So, ja, dann gehen wir doch mal hier hin. Ich will mir natürlich erstmal alles anschauen. Wo wir vielleicht hier gar nichts finden. Aber nach Gretchen müssen wir ja auch Ausschau halten. Ach, jetzt hat das Ding auf. So, so, so. Gibt's Bum-Bum-Eis? Hansen-Eiscreme. Die habe ich als Kind immer gern gegessen. Ja, anscheinend nicht nur du. Hier drin gibt es anscheinend... Geh mal ein Stück zur Seite, Hans. Ich sehe hier gar nichts. Ja, ist auch nicht besetzt, ne? Wahrscheinlich Vertrauen in Hinz und Kunz, der hier wohnt. Ja gut, hier ist... oder? Warte, stopp. Ja gut, hier können wir jetzt... Boot ist weg. Warte. Jetzt habe ich es kurz aufblitzen sehen. Ein Ticket für die Tombola. Heute ist wohl mein Glückstag. Juhu, na gut, dass ich mal geguckt habe. Weiß bloß nicht, geben wir das jetzt dem Mädchen oder gewinnen wir selber was? Hm. Verschlossen. Na gut, dann auf geht's. Treten Sie näher. Jedes Los ein Gewinn, garantiert keine Nieten. Als Hauptpreis winkt eine ganztägige Bootsfahrt auf der trüben Lanke. Ach, das ist doch die Stimme von Katjana Gerz oder so, von die manchmal bei den Rocket Beans ist. Ja, endlich habe ich mal jemanden erkannt. Gut, dann hier, Frau Gerz. Hier, ich habe ein Los gefunden. Na sowas, die Glückspilz. Schauen wir doch mal nach, was Sie gewonnen haben. Okay, halten Sie sich fest. Hier ist Ihr Preis. Eine Dose Katzenfutter. Zur Verfügung gestellt von der Trüberbrucker Werbegemeinschaft e.V. Hui. Na, schönen Dank. Viel Spaß damit. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Und ja, jetzt sind wir um eine Dose Katzenfutter reicher. Und hey, geh doch mal hier hin. Es könnte sein, dass uns diese Dose Katzenfutter noch zugutekommt. Kann ich hiermit irgendwas kombinieren? Ja, nur die Pfeife. Aber ne... Die Sachen werden ja hier eh nicht so gebraucht, wie man es von den Sachen gewohnt ist. Wie dieses wie der krasse Wenger Dosenöffner 2000. Halt, stopp, Julio. Mr. Iglesias. Ohne Schuhe. Lass mich nur noch kurz auf Betriebstemperatur kommen. Ja. Ich brauche meine Zeit. Ich brauche Entspannung. So. Guck mal, Leni hat was gewonnen. Sie ist wieder in ihrem Paralleluniversum. Oh Mann, Leni, hau doch jetzt mal ab. Sag mal, haben wir jetzt eigentlich schon irgendwas? Wir haben... Wir brauchen was zum Kühlen. Eiscreme zum Beispiel. Wir brauchen...
den Teilchenbeschleuniger. Wir brauchen was zum Eingeben. Also so richtig viel haben wir jetzt noch nicht. Hey, komm, geh mal hoch. Aber probieren kann ich's ja. Ja, nee. Geht nix. Okay, was zum Kühlen, was zum Eingeben, was Energie. Die Energie könnten wir eventuell oben vom Bergwerk bekommen. Was ist das? Ein neues Symbol? Hi! Mit dem Ding fahre ich ganz bestimmt nicht nochmal. Du sollst dir das, die Energiequelle nehmen. Man muss eine Münze einwerfen. Ja, dann mach das doch. Du hast Mandeln gekauft. Noch so eine schöne Dame hier. Hier können wir jetzt gar nichts mehr machen. Warte. Oh, schau mal hier. Was ist denn hier? Könnten Kometen sein, aber ist doch ein wenig... Man kann über das ganze Tal schauen. Was sich am anderen Ufer befindet, bleibt ein Geheimnis. Hans, guck doch mal in den Himmel! Dazu hatte ich schon einen Eintrag gemacht. Oh. Ein, kann ich den... Schöner Abend für einen Spaziergang, nicht wahr? Unheimlich. Die Luft. Riechst du das? Fichten. Fichten, Tannen, Douglasien. Ich konnte Koniferen noch nie so gut auseinanderhalten. Die Fichte sticht, die Tanne nicht. Tanne. Fast so wie mein Name. Nie drüber nachgedacht. Wie heißt du denn? Tannhäuser. Tannhäuser würden wir hier sagen. Deutsche Wurzeln? Mein Opa. War das jetzt was Romantisches? Ich kann nicht mit leeren Händen zum Portal zurückkehren. Haben wir geflirtet? Oder war das nur Philosophie? Die Dinger da auf dem Boden. Wir sagen Tannenzapfen dazu. In Wirklichkeit sind es Fichtenzapfen. Wusstest du das? Wie meinen Sie das, in Wirklichkeit? Na, Tannenzapfen zerfallen am Baum. In ihre Einzelteile. Fichtenzapfen bleiben ganz. Sachen gibt's, denkt man gar nicht. Bist du aus der Gegend hier? Nein, nur zu Besuch. Gewöhne mich langsam dran. Ich auch nicht. Ich komme wegen der schönen Aussicht. Sie reden miteinander und doch reden sie aneinander vorbei. Zigarette? Danke, hab aufgehört. Das Klima hier tut mir jedenfalls wahnsinnig gut. Okay, ja. Dann halten wir uns mal nicht länger hier auf. Oh, Katzenfutter, Soße. Was zum Kühlen. Alles schon gehabt. Hier, wie sieht's jetzt aus? Geht gleich los, Kumpel. Ja. Mein Herr? Herr Tannhäuser, schön, Sie zu sehen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Aha. Ich habe Sie bei der Tombola gesehen. Haben Sie was gewonnen? Ich habe ein paar Wanderschuhe gewonnen. Sehen Sie mich an. Wohin sollte ich denn noch wandern? Sie hingegen, Herr Tannhäuser, wirken wie jemand, den gerne mal die Wanderlust packt. Oh, in einem gelben Wagen sitz ich beim Schwager vorn. Ja, ja, so war das. Und Sie, hatten Sie Glück mit Ihrem Los? Ich habe das hier gewonnen. Sagen Sie, ist das vielleicht Katzenfutter? Ich frage für meinen Kater Klaus.
Er liebt Katzenfutter. Würden Sie vielleicht tauschen? Was schwebt Ihnen vor? Sie überlassen Klaus und mir diese köstliche Dose Katzenfutter und ich schenke Ihnen im Gegenzug dieses neue Paar Wanderschuhe, Größe 48. Also, was meinen Sie dazu? Deal. Okay, machen wir es so. Sie werden es nicht bereuen. Wenn das kein Geschäft ist. Gut, dann haben wir jetzt, Inventar, bitte. Wanderschuhe, Mandeln, Soße, Pfeife. Ach, wozu auch immer. Noch mehr? Ich habe schon genug. Ja, da hast du recht. Können wir das hier irgendwie, weißt schon, manipulieren? Ich will jetzt nochmal hier. Der Vogelflüsterer. Ja, und den Eimer scheint man aus rein. Gut, das war's dann auch schon wieder, aber man könnte ja jetzt vielleicht. Kommen Sie ran! Der Herr, wollen Sie noch mal Ihre Muckis testen? Na gut. Vielleicht bringt das was. Huh! Ja, voll daneben geschlagen. Naja, das war ja schon mal nicht so schlecht. Mal unter uns. Ein paar Vitamine würden ihn vielleicht ganz gut tun, ne? Immer dran denken, ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Ja, krieg ich denn irgendwo Vitamine her? Woher, wenn nicht von Trude? Von Trudes köstlichem Buffet. So. Ah, wir haben so viele neue Sachen und ich weiß noch nicht, wie wir das anwenden sollen. Trude? Hallo, Professorchen. Hallöle. Konnten Sie mein richtiges Pfand wiederfinden? Was meinen Sie? Mein Massagestab. Ihren was? Vergessen Sie. Ja. Trude, den will ich sowieso nicht wiederhaben. Ich hätte da noch eine Frage. Ja, natürlich. Sagt Ihnen der Name Lazarus Taft etwas? Taft? Ja. Ja, allerdings. Doppelkopfspieler. Hat meine Gäste ausgenommen wie Weihnachtsgänse, wenn sie mich fragen. Übler Typ. Lassen Sie sich bloß nicht mit dem ein. Oh, da sagen Sie was. Ach, schon gut. Ich muss weiter. Fühlen Sie sich wie zu Hause, Professorchen. Der Taft, ne? Hat er am Ende einen Doppelgänger hier? Kann das sein? Weil die reden ja alle so schlecht von dem. Wir wissen natürlich aus rein intuitiven Gründen, dass Taft ein ganz toller Typ ist. Ich könnte mir vorstellen. Ich möchte das Buffet nicht einpacken. Es gehört eigentlich direkt in den Müll. Aber Vitamine! Moderne Küche. Mad Eagle, Toast Hawaii, Käsespießchen. Sieht ein bisschen oll aus. Ja, gut, Hans, du weißt halt nicht, was gut schmeckt. Nee, ich glaube schon, dass der einen Doppelgänger hat. Ich will die braunsche Röhre. Hier, hau mal ab jetzt hier. Mit der können wir halt auch nichts machen. Da ist eine braunsche Röhre drin. Die Kleine wird für immer Traum. Das bringe ich. Ja. Ach, Hans, du bist so ein wundervoller, liebevoller Charakter. Ja, dann gehe ich jetzt zu Hansens Eiscreme. Also hier, dem Bootsverleihstand. Da kann ich nur. Geht das nochmal? Jedes Los ein Gewinn, garantiert keine Nieten. Gibt's hier was zu gewinnen? Als Hauptpreis winkt eine ganztägige. Ich muss weiter. Okay, ja. Achso, warte mal. Ah nee, ging ja auch noch nicht. Dann gehe ich jetzt mal. Ich flitze wie ein Flitzebogen. Ah, da konnte ich ja auch nichts nehmen, Mann. Hansen-Eiscreme. Ja, Hansen-Eiscreme kühlt, Hans. Es kühlt. Verstehst du? Tretbootverleih. Eine Stunde, eine Mark.
Kommt herbei, meine gefiederten Freunde. Die kommen wohl überall hin. Kommt, put. Warum? Ups, ich hab sie wohl zu viel gefüttert. Kann nichts machen? Ja, latsch halt einfach über die Vögel drüber. Ja, und jetzt? Ach so! Ja? Zu viel gefüttert? Gutes Stichwort. Dann komm, fix. Fix. Ich habe eine Idee. So. Und jetzt hier. So. Kommt, die dicken Vögel. Oh Mann. Ich brauche noch mal hier Dingens. Ich habe schon genug. Okay. Schade. Ist der Plan wieder nicht aufgegangen. Nee, ich dachte jetzt gerade an Dingens hier an... Na, sag schon, entweder der Eimer oder die Antenne, vielleicht beim Haus. Ja, jetzt kann ich euch... Beverly. Bekanntermaßen sind Rabenvögel durchaus gesellige und kluge Zeitgenossen. Ich habe mich jüngst mit einem ganzen Schwarm dieser beeindruckenden Singvögel angefreundet. Manchmal wünschte ich mir, ich könnte so sein wie sie. Ach, könnten wir nur gemeinsam in den Süden fliegen. Ob sie mich als einen der ihren akzeptieren würden? Ja, Hans, du hörst dich sehr gern reden. Na gut, dann probiere ich das jetzt mal mit der... Oder kann man da... Nee. Dann probiere ich das jetzt nochmal mit der Antenne. Vielleicht klappt's ja. Aber ich kann mir jetzt auch keine Mandeln mehr holen. Ich hab... Ja, du hast genug. Gebrannte Mandeln. 10 Pfennig, ja, ja. Guck mal hier hinten auch die Lichter. So, tut sich da ein Raumzeitkontinuum auf? Ja, sehr schön. Hey, verschwindet ihr Spielverderber. Die weiß auch genau, wer es ist, oder was? So, Leni, jetzt geh aber mal hier. Geh mal raus, wie normale Kinder. Obwohl, ist das schon normal? Ist das noch normal? Sie ist weg. Da ist eine braunsche Röhre drin. Die könnte ich gut für den Quantendiskriminator gebrauchen. Ohne das richtige Werkzeug bekomme ich das nicht auf. Wie ist es denn mit der Werkzeugkiste von Trude? Das hätte er sich ja auch mal eher überlegen können. Ja, können wir uns nur angucken. Das ist natürlich blöd. Was, jetzt muss ich noch extra Werkzeug besorgen hier, oder? Anstatt einfach jenes Werkzeug zu nehmen, was schon da ist. Aber okay. So, Leni, wo bist du denn jetzt? Nee, den Typen. Wo ist die denn? Weiß ich nicht. Ahoi! Ahoi! Was ich. Ja. Ich habe sie bei der Tombola gesehen. Haben sie was gewonnen? Ja, diesen Gutschein für eine Bootsfahrt hier. Dabei hasse ich Wasser. Und du? Ein paar Wanderschuhe. Aber sie sind mir zu groß. Wegen der Tombola. Haben sie was gewonnen? Ach so. Ja, dabei... Und ein paar Wanderschuhe. Ich muss da mal wieder. Ich verstehe. Wasser auf die...
Wir haben also wir müssen jetzt sozusagen tauschen, bis wir das haben, was wir wollen. Lass mich nur noch kurz auf Betriebstemperatur kommen. Wer war denn noch dabei? War Trude dabei? Die ist doch immer dabei, oder? Weiß es gerade nicht mehr. Der braucht unsere Wanderschuhe nicht. Hier, Trude? Trütchen. Trude? Hallo, Professorchen. Trude? Nee, war... Ich muss weiter. War nicht dabei. Fühlen Sie sich wie... Ja. Gut, tschüss. Bis später. Ich denke, wir sehen uns noch. Ja, irgendjemand muss ja noch dabei gewesen sein. Was... Keine Ahnung, was das jetzt ist. Warum das erst jetzt kommt. Hier, du warst doch bestimmt bei der Tombola, oder? Zumindest brauchst du bestimmt Wanderschuhe. Was machen Sie hier oben ganz allein? Genug von dem Trubel da unten? Ich reise einfach gern. Immer unterwegs. Wandern und so weiter. Ich habe Sie unten bei der Tombola gesehen. Ja, ich habe mein Glück versucht. Haben Sie was gewonnen? Leider nur eine Dose Schnupftabak. So ein Reinfall. Dabei habe ich dem ganzen Teufelszeug längst abgeschworen. Und du? Ich habe ein paar Wanderschuhe. Möchtest du zufällig tauschen? Deine Wanderschuhe gegen meinen Schnupftabak. Yep. Na gut. Dankeschön. Das ist wirklich nett. Und sogar meine Größe. Größe 48. Und jetzt legen Sie ein Päuschen ein? Ach, ich habe meine Wanderschuhe verloren. Einfach übers Geländer gefallen. Und weg waren sie. Wenn du mich fragst, hocken wir doch alle in demselben riesigen Hinterhof. Der ganze Wahnsinn. Die Suche nach einem Sinn. Irgendwas. Diese Frau sucht auf jeden Fall nach ihrem Sinn des Lebens. So, guck mal, du hast doch hier noch einen Schuh. Also du hast ja nur den einen verloren. Klingt ein bisschen nach Lebenskrise. Ach nein, so würde ich das nicht nennen. Den Durchblick, den habe ich. Durchblick. Genau. Das ist es. Kennen Sie die Leute hier? Die meisten. Ich komme eigentlich jedes Jahr hierher. Warum? Kennen Sie einen Mann namens Lazarus Taft? Kenne ich. Interessanter Mann. Ich habe einmal Haushoch im Doppelkopf gegen ihn verloren. Woher er kommt und was er hier macht, ist für alle ein Rätsel. Angeblich hat er von den Doppelkopfmillionen das alte Herrenhaus draußen in den Wäldern gekauft. Er kommt selten hier in den Ort. Wenn man die Leute reden hört, ist das aber auch kein Wunder. Naja, lass sie reden. Meine Meinung. Okay. Ich muss weiter. Okay, schönen Abend noch. Und danke nochmal. Nichts zu danken. Endlich kann ich wieder los. Die Wildnis ruft. Ade. Ade. Schau, du männliche Frau. Du maskuline Schönheit. Also ich bin mir fast sicher, dass es sich um einen Doppelgänger handeln muss. Kann mir das echt nicht vorstellen, dass der uns jetzt auch noch verarscht. Hier, du bist doch bestimmt Schnupftabak. Wegen der Tombola. Haben Sie was gewonnen? Ja, diesen Gutschein für eine Bootsfahrt hier. Dabei hasse ich Wasser. Und du? Ich hab das hier gewonnen. Ist das Schnupftabak? Oh Mann, ich liebe Schnupftabak. Willst du zufällig tauschen? Was stellen Sie sich denn vor? Möchtest du meinen Gutschein haben? Du weißt schon. Den für die Bootsfahrt hier auf dem See. Den habe ich bei der Tombola gewonnen. Na, wenn's sein muss. Oh, der ist ja hier vom örtlichen Bootsverleih. Ja, möchtest du ihn? Sind Sie sicher? Möchten Sie ihn nicht? Immerhin war das der Hauptpreis. Ich hasse Wasser. Echt. Nimm ihn einfach. Okay. Okay, machen wir es so. Okay, Hand drauf. High Five. Juhu, wir haben den Gutschein für die Bootsfahrt. Das heißt doch bestimmt, wir können jetzt mit dem Boot fahren. Aber vielleicht ist es auch wie bei Hans ein Glück.
der im Endeffekt nur seinen Goldklumpen hatte, mit dem er nichts anfangen konnte. So, jetzt ist aber auch schon wieder Schluss für heute und beim nächsten Mal werden wir hoffentlich das Ende des Sees erreichen und neue Wege einschlagen. Ich bedanke mich sehr artig fürs Zuhören und wünsche euch alles Gute. Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich würde mich sehr freuen. Also bis dahin und tschüss.